Hey Leute, ich bin Lukas und herzlich willkommen zu einem neuen Video auf meinem Kanal, Freunde. Und ihr seht schon, ich bin gerade noch alleine bei mir zu Hause. Und zwar habe ich mir eben so mein Gaming-Zimmer ein bisschen angeschaut. Leute, ich weiß, es ist sehr, sehr unordentlich. Aber dabei sind mir einige komische Dinge aufgefallen, Leute. Und zwar, wenn wir hier mal mein Regal uns anschauen. Zum Beispiel das hier. Das ist unser Burger-Pommes-Plüschtier, Leute. Das ist so geil. Das wird auch übrigens sehr bald rauskommen. Das heißt, freut euch schon mal darauf, ne? Euer eigener Burger-Pommes dann sozusagen. Aber davon hatte ich auch zwei Stück eigentlich in meinem Regal. Und irgendwie, ja, ich weiß nicht, ich habe das andere einfach nicht wiedergefunden. Leute, dann habe ich auf jeden Fall noch mal ein bisschen weiter geguckt, Leute. Und ich kann nicht genau sagen, was fehlt, aber irgendetwas in diesem Regal fehlt, Leute. Dann bin ich auf jeden Fall weitergelaufen hier in meinem Gaming-Zimmer, Leute. Und auf einmal, Digga, in dieser Ecke hier, ne? Leute, ihr seht schon, da sind viele Konsolen und so weiter aus Mystery Boxen und so weiter am Start. Irgendwas sagt mir hier, dass ein paar Prime-Flaschen fehlen. Leute, ich habe hier so eine Sammlung von bisschen selteneren Primes noch, ne? Also die haben wir noch nicht getrunken. Aber irgendwie, da habe ich den Eindruck, zum Beispiel davon, dass hier irgendwie eine fehlt und so weiter. Und auch von den Takis eventuell. Da haben wir nur noch diese Takis Original. Dann halt diese extra Hot und ja, hier zum Beispiel Ninja Teriyaki und so weiter. Irgendwie, Leute, ich habe so ein ganz komisches Gefühl, dass so ein paar Dinge fehlen irgendwie in meinem Zimmer. Ich will jetzt niemanden hier beschuldigen, Leute, ja? Ich will niemanden beschuldigen. Aber ich kann mir vorstellen, dass, weil Leontin war hier vor so ein paar Tagen mal, als ich irgendwie auf Toilette war alleine. Also Leute, ne, ich will jetzt nicht sagen, dass Leontin hier ein paar Sachen mitgenommen hat oder so. Aber ich wollte auf jeden Fall mal trotzdem nachgucken bei ihm im Zimmer. Ich habe das auch natürlich mit seinen Eltern abgeklärt. Ich darf das, Leute. Ich werde auf jeden Fall gleich zu seinem Zimmer hingehen. Er ist gerade noch da. Und wenn ich sagen, yo, was geht, Leontin, bla bla, dann wird er auf jeden Fall sich mit seinem Freund treffen. Und dann werde ich kurz alleine sein bei ihm im Zimmer. Und ich wollte einfach mal nur nachgucken, Leute, ob er vielleicht doch diese Sachen hat. Ich werde auf jeden Fall sehen, Leute. Lasst mal einen fetten Like da, ein kostenloses Abo. Wir fahren jetzt zu Leontin. Und dann schauen wir mal, Leute, und spielen Detektiv Lukas. Abonniert jetzt kostenlos meinen Kanal, dass wir die 2 Millionen Abonnenten knacken. Let's go. So, Leute, ich bin jetzt auf jeden Fall hier bei Leontins Zimmer. Und ich würde sagen, ich klopfe jetzt einfach mal an, Leute. Hey, was machst du hier? Schritt mit deinem Freund. Hey, warte mal, Leontin. Ich dachte, wir nehmen auf. Nein. Wie nein? Nein, ich hab schon mit dem Freund abgeklärt. Ach so, du, oh mein Gott. Ah, warte, ist heute nicht Donnerstag? Nein. Oh mein Gott. Heute ist Donnerstag. Ach so, nein. Heute ist Dienstag. Ey, Mann, dann habe ich den Tag verwechselt, Leontin. Oh mein Gott. Ey, ich habe richtig Stress gemacht, bin jetzt richtig weit hergefahren, weißt du, so von Mannheim. Ich war gerade noch im Uncle Woody's und so. Oh. Dachte so, ey, richtig schnell jetzt hierher und so. Oh. Ach, Mann. Oh, das habe ich komplett vergessen. Oh, ey, Leontin. Ja, okay. Musst du jetzt schon los, ne? Ja. Okay. Ey, ist es so für dich okay, wenn ich mich ganz kurz hier einfach so hinsetze? Und ja, na gut. Einfach kurz so, weißt du, so chill, ja, und dann fahre ich auch wieder. Alles klar, Leontin, ne? Ja. Alles klar. Oh mein Gott, Leute, die Taktik ist einfach aufgegangen. Er hat es mir total abgekauft. Let's go. Und jetzt sind wir alleine hier in Leontins Zimmer. Und jetzt werde ich auf jeden Fall mal schauen, ob er wirklich die Sachen hat oder nicht. Ich bin sehr gespannt, Leute. Lasst jetzt ein Like und ein Abo da und schreibt in die Kommentare. Glaubt ihr, er hat die Sachen? Und ich würde sagen, Leute, wir sehen schon hier. Oh, das ist, glaube ich, das Handy von Leontin. Okay. Ist ja auf jeden Fall schon gut zersplittert, Leute. Wir haben hier noch den Stumblegeist-Rucksack. Den habe ich ihm auch geschenkt, auf jeden Fall. Der war in dieser Stumblegeist-Mystery-Box. Übrigens, falls ihr euch fragt, warum hat Leontin so viele Autos in seinem Zimmer? Die sind gar nicht von Leontin, Leute. Die sind hier nur vorübergehend. Eigentlich sind die von Marvin auf jeden Fall. Gucken wir uns jetzt mal so ein bisschen heimlich um. Wie gesagt, das ist mit seinen Eltern abgeklärt. Leontin weiß es aber nicht, Leute. Und auf jeden Fall, okay, da ist ein Prittstift. Okay. Und hier ist, glaube ich, sein Kleiderschrank wahrscheinlich. Leute, jetzt müssen wir mal gucken, wo die Burger-Pommes-Sachen hier sind, ne? Aha. Okay, hier sind so seine Jacken und so weiter, Leute. Ich glaube, das ist ein Burger-Pommes. Oh ja, guck mal hier, Leute. Burger-Pommes-Lambo-Merch. So, dann haben wir noch hier Ronaldo-Trikot. Auf jeden Fall auch sympathisch, Leute. Ich würde sagen, wir gucken uns jetzt mal hier so ein bisschen um, Leute. Ja, ist auf jeden Fall sein Bett. Also wir müssen auf jeden Fall nach so Verstecken ein bisschen gucken, Leute. Mal schauen, was hier drin ist. Hä? Digga, Schleimlabor. Digga. Okay. Dann hat er hier so Spielsachen auf jeden Fall noch drin. Krass, krass. Hier so Bundesliga-Karten auf jeden Fall. Hey Leute, ich hoffe, dass der schon weg ist. Ich habe echt gerade gar keine Ahnung. Gucken wir mal, was hier drin ist. Ja, okay, nee, hier sind so komische Restsachen drin. Okay, Alter, der hat einfach eine Pokémon-Kartensammlung, Digga. WTF?
Das wusste ich gar nicht, Leute. Alter, oh mein Gott, der hat richtig krasse Pokémon-Karten hier, Leute. Digga, Alter, der hat so richtig viele Rainbow-Holo-Karten. Digga, Leute, bewerte mal seine Pokémon-Kartensammlung. Digga, Glurak Holo. Leute, ich muss sagen, krasse Sammlung. Aber auch hier finde ich ansonsten, also man sieht ja auf jeden Fall noch so eine FIFA-Kartensammlung von der WM. Hat er ja Ronaldo gezogen. Das würde mich jetzt mal sehr interessieren, Leute. Aber das weiß ich jetzt auch nicht. Jetzt hier auf jeden Fall einiges eingeklebt. Hat er Cristiano Ronaldo? Komm, sü, wo ist er, wo ist er, wo ist er? Leute, ich, nee, er hat Ronaldo nicht. Boah, das ist natürlich belastend. André Silberfeld hier. Nee, kein Ronaldo, Leute. Aber auf jeden Fall trotzdem krasse Sammlung. So, und dann würde ich sagen, Leute. Hä? Lul. Leute, ich zeige euch jetzt mal nicht die Fotos hier. Ja? Die seht ihr jetzt mal nicht. Digga, hier ist einfach eine Tagestüte. Moment mal. Oh mein Gott. Warte mal kurz. Digga, Takis Kakatrin. Digga, die hatte ich doch auch. Ja, okay, aber die kann er, würde ich sagen, noch so gekauft haben irgendwo. Ne? Also die gibt es ja ab und zu mal in so Automaten und so. Okay, also das heißt jetzt auf jeden Fall noch nicht zu viel. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch so einen Eiffelturm. Okay, ganz geil. Und hier, so Minecraft-Sachen auf jeden Fall. Leute, ey, ich bin so ein Stalker. Ich suche hier alles neue Papierflugzeuge. Wie random, Alter. Dann hat er hier so ein Super Mario-Spiel. Und dahinter auch noch, oh, so ein paar Spielsachen wahrscheinlich einfach. Ja, ein paar Spielsachen. Dann haben wir hier auf jeden Fall noch, aha, das da. Okay. Dann, was ist das denn? So ein Lego-Ding, ne? Ah, hier ist so Lego drin. Okay, geil. Dann haben wir hier unten noch auch noch mal mehr Lego. Okay, und dann hier dieses Kart. Und hier hat er auf jeden Fall Bücher. Digga, einmal mein Buch. Ehre, Leontin, Ehre. Dann Arasul Comic Adventure. Dann hat er hier nochmal Arasul. Digga, das, ich glaube, Leontin ist auch ein richtiger Arasul-Fan. Guck mal, nochmal ein Arasul-Comic. Digga, nochmal Arasul. Digga, wie viele hat er davon? Okay, hier noch so. Nochmal Arasul, Bro. Okay, nochmal mein Buch. Okay, okay. Los Carros. Okay, Ehre. Na, okay, okay. Hä? Lol, das ist doch der... Digga, das ist der Burger Pommes. Hä, hab ich den Leontin mal geschenkt? Leute, das ist das Burger Pommes Plüschtier. Euer eigener Burger Pommes. Also ich glaube auf jeden Fall, Leute, vielleicht habe ich ihn den doch mal geschenkt. Also noch bin ich noch nicht zu skeptisch, sage ich mal so. Hier haben wir auf jeden Fall seinen Gaming-Stuhl. Und lol, Alter, der hat ja so einen riesen Tanuki Mario. Das sieht ja richtig geil aus. Und hier nochmal so ein Hausaufgaben hat er wahrscheinlich eh gerade gemacht. Lol, hat so einen FSK 18 Sticker. Und hier ist sein Tablet. Leute... Aber, oh, es ist auf jeden Fall Code gesichert. Okay, boah, ich weiß gerade gar nicht seinen Code. Ich bin ganz ehrlich, wir gucken mal. Vielleicht hat er sich den irgendwo aufgeschrieben oder so. Vielleicht kriegen wir noch sein Tablet so gehackt, Leute. Ihr wisst Bescheid. Und ich würde sagen, lol, okay, hier hat er noch so Spiele drin. Uno, PlayStation 4, PS 2021. Okay, Leontin hat ja eine PlayStation 4, Leute. Hier sind noch so ein paar, okay, oh, so ein paar Zusatzdinger. Okay, hier hat er ja noch so eine... Schublade. Oha, Fortnite Transformers Paket. Das wusste ich gar nicht, dass er das hat. Hä? Digga, was? PlayStation 4 GTA. Ey, ich glaube, das hat der safe von mir, das Spiel, oder? Warte mal kurz. Ich hatte nämlich, glaube ich, auch mal von einer Mystery Box das drin. Und er hat wahrscheinlich gesehen. Oh mein Gott. Ja, das sieht doch sehr neu noch aus, Leute. Ey, safe. Okay, Leontin, du kleiner Stängel. Also ich sammle hier mal so die Hinweise, so ein bisschen Neues, ihr seht das schon, ne? Aber ich will noch nichts verraten, also oder ihm unterstellen. Noch ist es kein Beweis, Leute. Hier war noch so Geld drin, okay, krass. Und, oh, hier, warte mal, hier steht so eine Nummer. Ey, warte mal, ey, wenn das der iPad-Code ist, dann ist er ja richtig lost, Leute. Okay, mal gucken. Vielleicht kann er sich den ja auch nicht merken, wisst ihr, wie ich meine, Leute? Und dann schreibt er sich den da hin. So, ich versuche den mal einzugeben. 130 und 915. Der hat einfach geklappt, Bro. Oh mein Gott. Alter, jetzt bin ich in Leontins iPad drin, Leute. Ey, ich will unbedingt einmal gucken. Brawl Stars. Ich will einmal Brawl Stars und einmal Stumbleguys will ich gucken, Leute, sein Account. Oh mein Gott. Ich hoffe, er hat schon das Update gemacht. Oh mein Gott, hat er. Lol. Digga. Ey, bei Leontin läuft ja richtig hier. Okay. Okay, Leontin, 763 Pokale. Digga, wie lustig. Digga, okay, Leute, ich gucke nur ganz kurz mal rein. Oh, der hat noch gar nicht die Geschenke abgeholt, Digga.
Lol, der hat noch nicht die Geschenke abgeholt. Ey, jeder weiß ja, dass ich früher ganz viele Brawl Stars Videos gemacht habe. Ey, Leute, ich hole jetzt einfach den Brawler heimlich ab, Leute. Den halt gratis Brawler. Und Leute, Tag 3, da ist er drin. Oh mein Gott. Okay, Leontine. Habe ich dir gegönnt, ne? Auf jeden Fall. Sehr gut. Ja, okay. Und was hat er für Brawler? 14 Brawler. Mhm. Digga, das ist schon funny. Und Leute, wir gehen jetzt auf jeden Fall nochmal kurz in Stumblegeist rein. Das muss ich einmal kurz machen. Wo ist hier sein Stumblegeist, Leute? Er hat so viele Spiele. Digga, ich sehe das ja nicht mal gerade. Ah, hier, Stumblegeist. Oh mein Gott. Ey, ich bin mal gespannt. Also Stumblegeist spielt er ja viel, viel mehr als Brawl Stars. Viel, viel mehr, Leute. Und jetzt bin ich mal gespannt, Leute. Wie viele Juwelen hat er? Wie viele Skins gerade und so weiter? Digga, was? 9400 Gems. Bro. Tetris. Turnier, bla bla bla. Okay, er hat noch nicht den neuen Stumble Pass, oder ich glaube doch. Alter, okay, okay. Können wir mal hier gratis Glücksrad spinnen. Ja gut, gratis wird er jetzt wahrscheinlich nicht so viel drin sein. Ey, Leute, ich überlege gerade, ob ich seine Gems ausgebe, aber ich glaube, das wäre schon hart ehrenlos. Boah, ey, das wäre schon hart ehrenlos. Das kann ich eigentlich gar nicht machen, Leute. Ich bin ehrlich mit euch. Ja, okay, okay. Nee, Leute, ich glaube, warte, wir gucken nochmal ganz kurz seine Special-Skins, aber ich glaube, ich kann echt das nicht bringen. Okay, Alter, Bro, der hat so viele. Alter, guckt es euch mal an. Digga, der hat den Burger Pommes Special-Skin hat er auch. Richtig geil. Digga, der hat schon echt krass viele. Also Leontine hat schon echt guten Stumblegeist-Account. Aber das zeigt mir immer noch nicht das, was ich eigentlich suche, Leute. Und zwar eigentlich suche ich immer noch irgendwie eine seltene Prime, sonst was. Warte mal, hier hinten habe ich noch nicht geguckt, bei dem Laster. So. Hä? Oh mein Gott! Bro! Prime Energy. Digga, der ist ab 18, Leute. Und genau den habe ich tatsächlich bestellt. 100%, Leute. 100% hat den Neontin genommen. Ich sag's euch ehrlich, ich kann mir das nicht vorstellen, weil der ist richtig selten und den habe ich mehrmals bestellt. So, so, Leontin, ne? So, so. Ich merke das schon hier. Ey, warte mal, wir müssen noch ein bisschen noch mal mehr gucken. Hä? Bro, das ist die Venice Beach Prime. Digga, das ist die ultra seltene Prime, die ich bestellt habe für 300 Euro. Digga, warum hat er die? Digga, das kann doch nicht wahr sein. Also jetzt, ey, nee, jetzt ist echt Feierabend, Leute. Jetzt muss ich mal kurz gucken, ob Leontine noch da ist, zufällig. Ey, Leute, das gibt's doch nicht. Ey, was machst du da? Ey, warte kurz, ey. Leontine, ey. Raus aus meinem Zimmer. Ey, warte mal, nicht so einfach. Du hast mir die Sachen doch geklaut. Nein, das war meine. Ey, warte mal, woher hast du die Venice Beach Prime? Die habe ich im Kasten gefunden. Wo? Im Kasten. In welchem Kasten? Vielleicht bei dir. Ey, ich habe das gewusst, Leontine. Ich dachte, die ist doch gar nicht angekommen. Ey, oh mein Gott, die kostet 300 Euro. Weißt du das eigentlich? Ey, Alter, du hast mich richtig fett drops genommen. Hast du die Sachen auch alle von mir? Vielleicht. Ey, Leontine. Ey, du hast was auf meinem Tablet gemacht. Ich hab dich die ganze Zeit spioniert. Du hast mich spioniert? Du warst noch da? Vielleicht. Oh mein Gott, was? Ey, Leute, das ist jetzt einfach so Prank Reverse oder so. Ey, Leontine, ich sag dir ehrlich, und GTA hast du auch von mir, oder was? Vielleicht. Oh mein Gott, Leute. Also Leute, ich sag mal so, Leontine, wie viele Likes sollen die Leute da lassen, dass wir die trinken? Was meinst du? Nee, nicht öffnen. Erstmal sagen, wie viele Likes? 20.000. Leute, 20.000 Likes, dann öffnen wir die seltenste und teuerste Prime-Flasche der Welt. Und würde sagen, das war's auf jeden Fall mit dem Video. Lasst ein Like, dann kostet es ein Abo. Bis dann. Ciao, ciao. Ciao.